für alle Ballettanfänger hier die verschiedenen Positionen. Wir beginnen in der sechsten Position. Das ist eine Hilfsposition, die gibt es in keinem Ballettbuch. Wir verwenden sie vor allem für Anfänger und für Kinder von 3 bis ungefähr 5 Jahren. Die Zehen stehen zusammen und berühren sich und auch die Fersen berühren sich. Die Knie schauen gerade nach vorne. Wir stehen sehr aufrecht, der Oberkörper zieht sich hoch und wir achten darauf, dass wir nicht im Hohlkreuz stehen oder nach vorne hängen. Die Schultern sind über den Hüftgelenken. In dieser Position verwenden wir meistens die Arme im Baraba. Das bedeutet in der Grundposition, die Ellbogen sind zur Seite, die Arme schauen zu uns hoch. Wir gehen weiter in die erste Position. Hier öffnen sich zunächst nur die Zehen und wir öffnen nur so weit, wie das unsere Hüfte zulässt. Bitte auf gar keinen Fall so öffnen und dann strecken. Ihr werdet umfallen und euren Hüften, euren Knien, euren Knöcheln wird es nicht gut tun. Wir öffnen mit einem Schwung nur so weit, wie das die Hüftgelenke zulassen. Und hier bleiben wir stehen. Die Armhaltung in der ersten Position ist vor dem Bauchnabel. Die Hände schauen zu uns. Wir stellen uns vor, wir haben einen kleinen Spiegel in der Handfläche und dieser Spiegel, in diesem möchten wir uns anschauen. Deswegen dürfen die Hände nicht aufliegen oder zur Decke schauen. Hier. Die nächste Position ist die zweite Position. Wir schleifen zur Seite, stehen hier. Vielleicht müssen wir den zweiten Fuß ein bisschen korrigieren. Und jetzt, wenn wir nach innen drehen, haben wir ungefähr den richtigen Abstand. Unsere Arme in der zweiten Position machen genau das, wie die Beine machen. Wir öffnen die Arme schulterweit. Achtung, die Hände sind tiefer als die Schulter. Die Ellbogen sind nach oben, sodass hier ein Wassertropfen bis nach unten laufen könnte. Die Schultern sind nicht nach hinten, wir sind keine Geier, wir wollen nicht fliegen hier, sondern wir halten die Arme seitlich schräg. Wir achten wieder darauf, kein Hohlkreuz, schön gerade hier hochziehen. Auch den Brustkorb hochziehen. Wir gehen weiter in die dritte Position. Die Beine stehen jetzt voreinander, so ähnlich wie in der ersten Position, nur dass jetzt eine Ferse ein bisschen reinrutscht. Vorsicht, das ist falsch. So ungehört. Unsere Arme, wir benutzen zwar viel aus dem Russischen, aber hier verwenden wir die Armpositionen aus dem Französischen. Hier gibt es eine dritte Position der Arme tief. Das heißt, ein Arm bleibt in zweiter Position, einer kommt in die erste Position oder es gibt die dritte Position hoch, dass ein Arm hochzieht. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Die vierte Position, die ich jetzt zeige, verwenden wir so gut wie nie. Nur die Fortgeschrittenen verwenden diese Position, daher bitte jetzt zum Üben nur einmal machen, dann nicht mehr. Wir schleifen nach vorne, wir stellen einmal nach vorne. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir bilden eine Linie zwischen Zehe und Ferse. Das ist sehr, sehr schwierig und sehr anstrengend. Oder wir rutschen von der dritten Position her ein bisschen nach vorne, dann sind wir hier offen. Wir sehen, unsere Linie ist hier. Die nächste Möglichkeit, die meistens nur die Männer verwenden, ist hier zu stehen, ganz offen. Wir verwenden bei uns in der Ballettschule meistens diese vierte Position, wenn wir sie überhaupt hernehmen. So, vierte Position, der Abstand der Füße ist ungefähr ein Fußbreit, nicht weiter. Die Arme in der vierten Position, wir waren vorher hier, jetzt nehmen wir den anderen Arm hier hoch. Und jetzt können wir hier auch die Arme allongé nehmen, das heißt schön nach vorne gestreckt oder wie gesagt wieder runter. Jetzt gehen wir in die fünfte Position der Füße. Achtung, nur für Fortgeschrittene jetzt einmal zum Lernen und dann lieber aus der dritten Position arbeiten. Wir strecken hier und wir schließen in der fünften Position. Das heißt, Ferse vor Zehe und auch hier auf der anderen Seite Ferse, Zehe vor Ferse. Was man nicht machen darf, ist hier und dann so stehen. Du siehst, meine Knie sind gebeugt, ich kann die Knie nicht ganz strecken. Es ist sehr, sehr ungesund für die Knöchel, für die Knie, für die Hüften. Wenn du das siehst, sind es entweder Profitänzer, die eine ganz, ganz große Auswärtsdrehung haben, oder es sind Laien, die es falsch machen und später gesundheitliche Probleme haben.
Wir machen das nicht. Wenn wir eine fünfte Position brauchen würden, dann öffnen wir hier, soweit, dass die Beine immer noch angenehm stehen können. Wichtiger als die fünfte Position der Füße, der Beine, ist die fünfte Position der Arme, die verwenden wir nämlich oft. Aus der ersten Position führen wir die Arme hoch, wie ein O, wie ein Ballon um unseren Kopf und wir sind hier. Wir können jetzt in eine Hand schauen. Normalerweise schaut man in die Hand, wo das Bein vorne ist. Also jetzt bei mir ist rechts vorne, jetzt schaue ich in diese Hand. Genau, das waren die Positionen. Wir machen sie einmal mit Musik.